Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Ach, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Hallo, hier ist die blaue Stunde. Es ist Sonntag, 16 Uhr. Die Sommerferien sind vorbei, die Laune ist gut, die Stimme ist noch nicht ganz da, wo sie sein muss, aber das kriegen wir hin, wir haben 2 Stunden Zeit, alles ist gut. Wie geht's? Wie war euer Urlaub? Seid ihr noch im Urlaub oder ist der Urlaub schon vorbei? Ich weiß gar nicht, hier in Berlin, die Ferien waren ja relativ früh, müsste also schon wieder vorbei sein und ja, so fliegt das Jahr dahin, ne? Geht ganz schön schnell. Jetzt hatten wir letztens noch Silvester. Und jetzt sind die Sommerferien vorbei und bald beginnt schon das Weihnachtsgeschäft. Kein Grund zur Sorge, würde ich mal sagen, weil die Stimmung ist ja gut, jedenfalls bei mir. Ich hoffe, bei euch auch. Und deswegen lasst uns doch einfach ein bisschen Zeit zusammen verbringen, hier in der blauen Stunde. Der Sommer, der Sommer, der Sommer. Das, wonach wir uns so oft sehnen, ist dieses Jahr ja, ein bisschen zur Qual geworden, würde ich mal sagen. Die Tage im Juni und auch dann im Juli waren sehr heiß, Hitzeperioden, wie man sie sonst noch nie erlebt hat. Hitzerekorde in Lingen an der Ems, ich glaube 42,3 oder 42,6, das war ein Rekord, ein unrühmlicher Rekord, auch wenn manche sich darüber gefreut haben, die heißeste Stadt Deutschlands zu sein und die Bild dann geilen Kirchen, natürlich mit Betonung des Geil, groß gelobt hat, ist es für mich ja eine erschreckende Entwicklung, denn irgendwie ahnen wir alle, dass das die Folgen des Klimawandels sind und fragen uns, wie wird es in Zukunft werden? Müssen wir uns dran gewöhnen? Wird es noch schlimmer? Und wie gehen wir damit um? Ja. Ich hatte ja vor einigen Monaten einen Klimafolgenforscher hier bei mir in der Sendung zu Gast und vielleicht erinnert ihr euch daran, er hat das ja sehr anschaulich geschildert, dass wir gerade durch den veränderten Jetstream diese Luftströmung aus dem Süden häufiger mitbekommen und deswegen auch wärmere Luft. Und er hat auch den Unterschied gemacht zwischen Wetterlagen und Klimafolgen und trotzdem aber auch betont, dass das die Folge des Klimawandels ist, des vermehrten CO2-Ausstoßes, dass wir heutzutage mit extremeren Wetterphänomenen zu kämpfen haben, ob das Überschwemmungen sind, ob das Kälteperioden sind oder Wärme-Hitzeperioden wie jetzt. Das macht keinen Unterschied, das Klima verändert sich und diejenigen, die jeden Freitag auf die Straße gehen, Fridays for Future, die mahnen genau das an und so wie sie auch, denke ich, wollen wir in Zukunft darauf achten, dass die Ressourcen der Umwelt, aber auch unser Umgang mit der Umwelt bewusster und bedachter wird und wir vielleicht für diejenigen, die nach uns auf dieser Welt leben, eine gesündere, eine intaktere Welt hinterlassen, als sie es jetzt im Augenblick nicht zu sein scheint. Das sind natürlich alles salbungsvolle Reden. Wie macht man das? Wie ändert man sein Verhalten? Da gibt's sehr, sehr viele Ideen und Ansätze, aber die wenigsten verwirklicht man selbst im Alltag, weil man sich dann doch zu gemütlich, zu faul oder was auch immer ist. Fliegen zum Beispiel, das ist ein großes Thema. Die Grünen, die ja jetzt in den Umfragen sehr weit vorne liegen, die wollen irgendwann auf absehbare Zeit jedenfalls das Fliegen im Inland verbieten. Was das bedeuten würde, ob es dann tatsächlich den Verkehr entlasten oder belasten würde, das muss man erforschen, das muss man auf jeden Fall analysieren, denn irgendwo müssen die Reisenden hin und ob sie dann mit ihren Autos die Umwelt verpesten oder eben weiterhin mit dem Flieger, das ist eine Frage, die man sich vorher vielleicht stellen sollte. Aber auch andere Dinge, unser Verbrauch von Ressourcen, die Umstellung von klimafreundlichen, klimafeindlichen Energieressourcen auf klimafreundliche. Das wird ja seit Jahren schon besprochen, aber auch das Einhalten von Klimazielen, also die Reduzierung von CO2-Ausstoß bis auf ein gewisses Limit, das ist das Thema der Zeit. Und immer im Sommer, wenn es dann so warm ist, dann wird es uns allen bewusst und hoffentlich vergessen wir es dann nicht über die Zeit und irgendwann im Herbst, im Winter landen wir wieder dort, wo wir waren und hoffen einfach nur, dass wir uns weiter in dem gemütlichen Leben bewegen können, das wir zu haben scheinen und vergessen darüber hinaus, dass es auch noch eine Zukunft gibt. Ja, es war also sehr heiß im Sommer, das habt ihr alle mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr im Urlaub wart oder ob ihr zu Hause gewesen seid, ob ihr auf dem Balkon
euch die freie Zeit gegönnt habt oder ob ihr irgendwo hingefahren seid. Ich war viel unterwegs und habe auch einiges erlebt und vielleicht erzähle ich euch heute in der Blauen Stunde ein bisschen von dem, was ich in den letzten Wochen erlebt habe. Ich bin heute auch nicht im Studio, ich bin nämlich immer noch im Urlaub, dekadent wie ich bin, leiste ich es mir bis irgendwann Ende August, Anfang September noch die freie Zeit zu genießen und mich zu entspannen und ein bisschen mich zurückzulehnen und, wie nennt man das, in mich einzukehren. Ja, apropos in mich einkehren. Ich habe ein Detox-Wochenende, war es Wochenende, eine Woche, eine gewisse Zeit jedenfalls mit Detoxen verbracht, das heißt also mit Entgiftung des Körpers. Und das war sehr schön, kann ich euch allen empfehlen. Man ist dann in so einer Art Gesundheitsklinik in einer wunderschönen Landschaft und ernährt sich eine Zeit lang sehr bewusst und sehr gesund und dann setzen bestimmte körpereigene Prozesse ein, die dazu führen, dass man das ganze Gift, was man auch sonst mit der Nahrung oder mit seinen Gewohnheiten aufnimmt, auch mal wieder ausstößt und den Körper säubert von all diesen Stoffen. War interessant, war zuweilen auch ein bisschen langweilig, in so einem Kurkaff abzuhängen. Aber kann ich jedem von euch empfehlen, apropos eben innere Einkehr, sich auch mal Zeit zu nehmen und sich mit sich und seiner Gesundheit und dem zu beschäftigen, was man so im Alltag alles unbewusst macht. Viele machen das nicht, leben einfach so in den Tag hinein und wundern sich dann. Ich bin ja seit einiger Zeit jetzt über das magische Level des Jungseins drüber und beginne mich langsam mit dem Gedanken abzufinden, älter zu werden. Und dazu gehört eben auch, leider, dass man mehr auf seine Gesundheit und seine gesundheitliche Verfassung achten muss, ohne dabei panisch zu werden. Denn das ist auch nicht schön, wenn man dann bei jedem Wehwehchen gleich zum Arzt rennt, weil man denkt, man müsste am nächsten Tag sterben. Detoxen war also bei mir angesagt, bevor ich dann in den Urlaub gestartet bin, weil ich das Gefühl hatte, es ist jetzt mal Zeit und es hat, wie gesagt, Spaß gemacht, war zuweilen noch ein bisschen langweilig, aber kann ich jedem von euch empfehlen. Und das Schöne ist, auch wenn man mal ein bisschen Zeit sich nimmt, mit sich zu sein, also nicht nur innere Einkehr, sondern auch ein bisschen die äußeren Einflüsse abzustellen, wie Telefon, wie sonstige Medien, Internet, dann merkt man, dass auch das eine Art von Vergiftung ist. Also der permanente Nachrichtenstream, der einen umgibt oder den man sich aussetzt, den mal abzusetzen und sich dem zu entziehen, das bringt sehr viel. Das beruhigt einen und das macht einen gelassen und das gibt einem auch ein bisschen wieder das Gefühl für die Relationen des Lebens, in denen man sich bewegt. Denn wenn man sich allzu sehr darauf einlässt und in diese Sache hineinbegibt, dann gerät man tatsächlich in so eine Art panischen Grundzustand und glaubt, die Apokalypse würde unmittelbar bevorstehen. Obwohl die Apokalypse tatsächlich näher zu kommen scheint, wenn man sich die Ereignisse anguckt, der letzten Wochen in San Jose zum Beispiel, wieder ein Massaker in den USA in diesem Jahr, waren es 250 an der Zahl, das ist erschreckend viel, dann fragt man sich, wird diese Welt eigentlich immer schlimmer und wie gehen wir damit um, dass sie immer schlimmer wird? Ignorieren wir es, entziehen wir uns dem oder tun wir was dagegen? Auf jeden Fall sollte in Amerika die Diskussion jetzt nochmal geführt werden über verschärftere Waffengesetze. Donald Trump wird das ablehnen, er ist ja großer Verfechter der Freiheit des Waffenbesitzes, aber ich glaube, irgendwann sind die Tage dieser Freiheit gezählt, weil sie eben allzu oft missbraucht und schändlich eingesetzt wird, um Menschen zu töten nämlich. Und das ist grausam und das gehört abgeschafft. In der Blauen Stunde heute machen wir ein bisschen Sommerrückblick. Ich sitze hier bei mir, gucke aus dem Fenster auf einen wunderschönen blühenden Garten und erzähle euch ein bisschen. Jetzt hören wir Musik. Ich habe mir von Sixten übrigens eine Platte, beziehungsweise von Juju, die bei Sixten mitgesungen hat, eine Platte runtergeladen. Von der hören wir Coco Chanel hier in der Blauen Stunde. Die Blaue Stunde heute, ein bisschen mit Sommerfeeling. Ja, Sommer. Ich, wie gesagt, habe den Sommer angefangen mit ein bisschen Detoxen und bin darauf quer durch die Länder gefahren, habe mich ein bisschen treiben lassen und das war sehr schön, weil auch das Reisen an sich eine Entfernung von den gewohnten Pfaden ist.
nicht nur tatsächlich, sondern auch von den inneren gewohnten Pfaden und das sich einlassen auf fremde Einflüsse und auf andere neue Menschenbegegnungen, die man kennenlernt unterwegs, sehr bereichernd sein kann. Und so habe ich dieses Jahr wirklich viele neue Menschen kennengelernt. Darüber habe ich mich sehr gefreut, sehr interessante Begegnungen gehabt. Und ich genieße das immer im Sommer, in dieser Zeit, in der man dann so ein bisschen entkoppelt ist, auch andere Eindrücke zu gewinnen und zu merken, dass das Leben eben größer sein, als es sein kann, als es sonst ist. Sonst ist man tatsächlich immer in diesen kleinen, engen Zirkeln unterwegs. Man geht oft die gleichen Wege, man tut oft die gleichen Dinge. Und schwer kann man sich davon lösen. Und der Anlass, dieser profane Anlass, der äußere, zu wissen, so, jetzt ist einfach eine Zeit des Stillstands, es passiert wenig, der reicht dann manchmal auch aus, um diese Wege zu verlassen und nach neuen zu suchen. Diesen Sommer. Das war ein fußballloser Sommer. Das fand ich am Anfang ein bisschen beängstigend, weil ich großer Fußballfan bin und mich immer darauf freue, wenn es irgendwelche Turniere gibt. Gab es dann auch die Frauenfußball-WM, die mich persönlich nicht so interessiert hat. Und dann auch U19 und sonstige Turniere, die übertragen werden. Aber der fußballlose Sommer war eine Durststrecke für mich. Ich freue mich jetzt, demnächst geht sie wieder los, die Saison, und dann werden wir sehen. Diesmal mit Union Berlin. Darüber habe ich mich besonders gefreut, denn auch Christian Arbeit, der Stadionsprecher von Union Berlin, war ja hier bei mir in der Sendung und hat diesen durchaus sympathischen Verein vorgestellt. Und dass Union Berlin jetzt in der ersten Liga spielt, das freut mich und das wird auch für viele, glaube ich, eine große Bereicherung sein, dass dieser ja so spannende Verein und dieser so mitgliederfreundliche Verein, dieser Kultverein eigentlich in der Bundesliga dann eine Bewährungschance bekommt. Die Bundesliga. Ich weiß, einige von euch haben auf meine Fußball-Talks hier überhaupt keine Lust, aber ich lasse mir das nicht nehmen, darüber zu sprechen, weil es ja schließlich meine Sendung und auch mein Thema ist. Aber wenn ihr daran Freude habt, dann umso besser. Wenn ihr andere Themen vorschlagen wollt, dann habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, mir zu schreiben. Mal gucken, ob ich die Adresse noch zusammenkriege. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Genau, Blaue Stunde, Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Die Briefe, die ihr mir geschrieben habt, die werde ich dann nächste Woche lesen, wenn ich wieder im Studio bin. Da freue ich mich schon drauf. Jürgen wird auch wieder im Studio sein. Und wir werden diesen Herbst sicher auch mal wieder auf Reisen gehen zusammen und gemeinsame Sendungen moderieren. Apropos, wo wir gerade schon bei Werbung sind. Am 6. Oktober findet die Blaue Stunde im großen Sendesaal des RBB statt. Mit dabei ist das Filmorchester Babelsberg, Max Rabe, Achim Hagemann von den Popolskis und Shahak Shapira. Darauf freue ich mich besonders, weil schon bei der ersten Aufführung vor mehr als einem Jahr sehr viele Zuschauer da waren. Wir waren ausverkauft. Ich hatte tolle Gäste, die 257ers, Katharine Merling und Kurt Krömer und Cem Özdemir. Und das Ganze war ein großer Erfolg, vor allem aber auch eben, weil das Filmorchester Babelsberg dabei war und diese tollen Melodien gespielt hat. Bekannte Melodien aus Filmen, und so wird es auch diesmal wieder werden. Am 6. Oktober, ihr könnt alle dorthin kommen und euch noch die wenigen Karten, die es zu kaufen gibt, besorgen irgendwo im Internet. Und da wir gerade dabei sind, ich habe am 16. August, also den Freitag, der vor uns liegt, am 16. August im Waschhaus in Potsdam, das Release-Konzert zu meinem neuen Album Sisyphos, das am gleichen Tag erscheint. Zusammen mit meiner Band, den Politics, spiele ich im Waschhaus in Potsdam am 16. August ab 20 Uhr die Titel von meinem neuen Album Sisyphos. Auch dazu seid ihr recht herzlich eingeladen und auch dazu könnt ihr euch die Karten jetzt besorgen, überall, wo es Karten gibt. Vielleicht sehen wir uns dann, vielleicht treffen wir uns dann. Würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Der Sommer geht jetzt bald zu Ende. Wir haben noch ein bisschen Sommer bis Ende August. Dann beginnt ja der meteorologische Herbst, kompliziertes Wort. Und ab dem 21. September dann der kalendarische. Und in diesen Wochen, die wir im August noch haben, da bleibt uns Zeit, das Wetter zu genießen und draußen zu sitzen, mit Freunden uns zu treffen, an den See zu gehen, zu schwimmen, zu grillen und eben etwas befreiter zu sein, als wir es dann vielleicht sind in den dunklen, in den tristen Winter- und Herbstmonaten, die dann auf uns zukommen, der November, der Dezember.
Aber noch ist Sommer und deswegen feiern wir den Sommer und deswegen feiern wir auch heute hier in der Blauen Stunde ein bisschen das, was im Sommer uns bewegt hat. Unter anderem mal wieder Junk Television, das Sommerhaus der Stars und die, ja, würde man sagen, mittelschwere bis vollschwere Katastrophe und Selbstdemontage des Michael Wendler, der dort mit seiner Freundin eingezogen ist und sie öffentlich betätschelt und ankündigt, mit ihr zu schlafen und anderen anbietet, seine Freundin zu betatschen. Das ist wirklich Fernsehen at its best. Trotzdem habe ich es mir mal angeguckt und habe die wunderbare Kritik dazu von Anja Rützel auf Spiegel Online gelesen. Offensichtlich scheint das Fernsehen sich im Moment nicht zu schade dazu zu sein, immer tiefer in den Qualitäts- und Niveaukeller abzusteigen. Und deswegen laufen solche Sendungen dann zum Teil auch sehr erfolgreich. Auch The Masked Singer zum Beispiel, The Masked Singer, eine Sendung, in der C-Promis sich irgendwelche Kostüme aufsetzen, um dann zu singen und am Ende enttarnt zu werden, hatte gigantische Einschaltquoten, über 50% zu bestimmten Zeiten. Das ist ja außerirdisch. Man sieht also, die Leute wollen unterhalten werden und sie wollen auf einfache Art und Weise unterhalten werden. Und das Fernsehen liefert diese einfache Unterhaltung. Besonders im Sommer, da scheint der Anspruch irgendwie noch weiter zu sinken. Da laufen solche Sendungen dann gut. Vielleicht, weil es auch nicht so viele Leute gibt, die gucken und der Schnitt der Quote einfach höher erscheint, als er in Wirklichkeit ist. Ja, das lief so im Fernsehen, wenn man dann mal Gelegenheit hatte. An den besonders heißen Tagen, als es über 40 Grad war, konnte man ja kaum die Wohnung verlassen und da blieb einem dann nichts anderes übrig, als den Fernseher einzuschalten und sich diese, in Anführungsstrichen, Formate reinzuziehen. Und da gab es ja noch ein paar andere, immer wieder irgendwelche Häuser, in die sich Halbprominente einsperren lassen und dabei filmen lassen, wie sie in einer oder zwei Wochen sich auseinandernehmen und genervt sind voneinander. Aber auch irgendwelche anderen Sendungen, in denen Leute nackt auf Inseln sind oder Proletenpärchen sich finden sollen. Oder irgendwelche Bachelors oder Bachelorettes sich aus 12 willigen Kandidaten einen aussuchen, sind sehr populär im Moment und tragen zum Niedergang der Unterhaltungsindustrie bei. Das tun wir hier in der Blauen Stunde nicht. Wir haben den Anspruch, hier auf eine niveauvolle Art und Weise zu unterhalten. Und das tun wir auch weiterhin. Und zwar nach der nächsten Musik. Und welche nächste Musik nehmen wir? Da gucke ich mal gerade in mein Handy. Nennt man es eigentlich noch Handy oder Smartphone? Pat Metheny. Da habe ich mir mal wieder eine Platte geholt. Vor einigen Tagen Imaginary Day aus dem Jahre 1997. Und daraus hören wir jetzt A Story Within the Story. Englisch für Anfänger. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. In der blauen Stunde sprechen wir heute über Urlaub, über den Sommer, über viele Dinge, die wir erlebt haben, vielleicht gemeinsam oder ihr nur oder ich alleine. Das jedenfalls, was in den letzten Wochen passiert ist. In den letzten Wochen, die sich Sommer nennen. Nach meinem Detox bin ich dann weiter. Wo war ich denn da? Mal überlegen. Auf irgendeiner Insel. Ich mag Inseln. Bin großer Inselfan. Weiß nicht, wie es euch geht. So ein bisschen wie der Mutterbauch. Auf einer Insel im Atlantik und habe da ja so einen halben Badeurlaub gemacht. Ich bin kein großer Freund von Badeurlauben. Finde das sehr langweilig, den ganzen Tag auf so einer Liege zu liegen und nichts zu tun. Manche Leute lieben das, aber ich bin lieber aktiv im Urlaub und habe aber diesmal trotzdem geschafft, ein bisschen mehr mich auf die Liege einzulassen und den Tag einfach auch so ein bisschen passé sein zu lassen. Und das war dann der Teil, in dem es ruhiger ablief. Kein Sightseeing, nur Schwimmen, nur Essen, ein bisschen Sport zwischendurch. Dann wieder liegen, dösen, lesen, ebenso wie man sich Urlaub vorstellt. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass es in diesem Jahr in einigen Ländern offensichtlich große Probleme gibt mit dem Tourismus, mit dem zurückgehenden Tourismus. Vielleicht ist es positiv, weil eben tatsächlich einige mehr Umweltbewusstsein entwickelt haben und nicht mehr ins Ausland fliegen.
sondern zu Hause ihren Urlaub verbringen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Preise zu hoch sind, denn die Türkei zum Beispiel hat ja infolge des massiven Einbruchs des Tourismus in den vergangenen Jahren die Preise dramatisch gesenkt, sodass viele Leute, denen es egal ist, wer in der Türkei an der Macht ist, wieder in die Türkei fliegen, um dort ihren Urlaub zu verbringen, während andere Länder wie Spanien, Portugal, aber auch Kroatien, Italien für viele zu teuer sind und deswegen darunter leiden, dass der Tourismus zurückgegangen ist. So war es dann auch. Man konnte viele Schnäppchenangebote ergattern in diesen Ländern, die ich eben genannt habe, Kroatien, Spanien, Portugal. Aber die wenigsten haben diese Schnäppchenangebote wahrgenommen und sind stattdessen entweder hier geblieben oder dann doch wieder in die Türkei geflogen. Und was ist so schlimm daran, in die Türkei zu fliegen, wird jetzt die ein oder der andere sagen. Ich finde einiges. Man unterstützt damit auf jeden Fall eine Politik, die noch vor einem Jahr sehr deutschfeindlich war. Man unterstützt damit einen Politiker, der sehr autokratisch ist, der sehr diktatorisch ist, der demokratische Prozesse verhindert, der sie beeinflusst und deswegen wäre das Grund genug zu sagen, nein, das unterstützen wir nicht. Jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, aber das schadet doch auch den Menschen, die vom Tourismus leben. Das stimmt natürlich, aber leider muss man da eine Entscheidung treffen und das habe ich zum Beispiel getan, was mich sehr schmerzt. Ich bin seit einigen Jahren nicht in der Türkei gewesen, aber ich bin ehrlich gesagt auch nicht daran interessiert, dorthin zu fahren und mich dann eventuell am Flughafen oder wo sonst auch noch befragen oder was auch immer zu lassen. Jedenfalls in eine missliche, heikle Situation zu geraten. Schade, 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 jeder, der das einmal erlebt hat, wie schmerzhaft das ist, nicht in seine Heimat einreisen zu können, der wird nachvollziehen können, dass das sehr unangenehm ist und auch vor allem sehr traurig ist. Und ich hoffe mal, dass in den nächsten Jahren sich in der Türkei wieder einiges verändern wird, hin zur Demokratie, egal wer an der Regierung ist. Und dass diese Drangsalierung, die Verfolgung von politisch Andersdenkenden endlich ein Ende findet. Und dass auch Amnestie stattfinden kann für Menschen, die unschuldig im Gefängnis sitzen, die verdächtigt werden, Terroristen zu sein. Und dass der türkische Präsident Erdogan auch endlich zur Einsicht kommt, dass die Art von Politik, die er betreibt, keine zeitgemäße Politik ist und schon gar nicht gerecht. Die Nachwahlen in Istanbul haben gezeigt, dass ein Großteil der mindestens städtischen Bevölkerung der Türkei das auch so sieht. Die Nachwahlen wurden mit deutlichem Vorsprung gewonnen von der CHP, das ist die türkische Volkspartei, die Sozialisten, die Nachfolgepartei von Atatürk und Ecevit. Und Erdogan hat eine schmerzliche Niederlage hinnehmen müssen. Sein Kandidat Binali Yildirim ist unterlegen bei der Stichwahl und mit deutlichem Vorsprung hat dann der Kandidat der CHP den Bürgermeisterposten in Istanbul gewonnen. Was heißt das und wie ist das zu werten im Zusammenhang mit anderen Wahlen? Das sei hier nur ganz kurz erklärt. In der Türkei gilt ein Wahlsystem, das für Außenstehende sehr schwer nachzuvollziehen ist. Es gibt eine 10% Sperrklausel. Das ist die höchste Sperrklausel, ich glaube sogar weltweit. Und alle Stimmen, die unter der 10% Hürde bleiben, die fallen der stärksten Fraktion zu. Das wäre ungefähr so, als würde die NPD in Deutschland 9,9% erzielen und weil sie nicht über die 10% kommt, würde sie ihre Stimmen an die stärkste Fraktion abgeben, also in diesem Fall der CDU und somit mit 9,9% Stimmanteil in die CDU fließen, was ja absurd wäre, zumindest politisch gesehen und ich glaube auch nicht im Sinne derer, die diese Stimmen bekommen. In der Türkei ist das aber so und deswegen sind die Wahlergebnisse landes- und republikweit immer sehr verfälscht. Es wirkt dann so, als hätte die AKP, die Partei Erdogans, eine große Stimmenmehrheit, aber in Wirklichkeit sind es knapp ein Drittel der türkischen Bevölkerung, die real für die AKP stimmt. Dadurch, dass die Mehrheiten durch die Verschiebung der Stimmanteile anders verteilt werden, wirkt es eben dann so, als hätte Erdogan diesen sehr hohen Stimmgewinn. Und jetzt in Istanbul, wo eben nicht diese Sperrklausel gilt, wo es eine unmittelbare Wahl Stimme um Stimme ist, da sieht man dann, wie die Prozente verteilt sind und wie die Bevölkerung auch gespalten ist. In Istanbul, der größten Stadt der Türkei, leben in etwa 20 Millionen Menschen und mehr als die Hälfte
weit mehr als die Hälfte dieser 20 Millionen und ich weiß nicht wie viel Stimmberechtigten haben eben gegen Erdogan gestimmt und damit ein klares Votum abgegeben. Übrigens auch in allen anderen Städten der Türkei bei den letzten Kommunalwahlen haben die Kandidaten der CHP gewonnen. In Ankara, in Izmir. Izmir traditionell ist sowieso eine CHP-Stadt, aber eben auch in Hochburgen der AKP und damit vielleicht den Anfang einer Entwicklung eingeläutet, der am Ende bedeutet, dass die AKP die herausragende Stellung, die sie in den letzten 12, 13, 14, 15 Jahren in der Türkei hatte, aufgeben muss und die Demokratie wieder Oberhand gewinnt. Ich kann das nur sehr hoffen. Die Türkei ist ein Staat zwischen Europa und Asien an der Schwelle zum Nahen Osten, dessen Stabilität auch für uns von großer Bedeutung ist, gerade in Fragen wie der Flüchtlingsfrage. Und wenn es weiter so läuft, wie es jetzt läuft, dann müssen wir in Zukunft befürchten, dass die Eskapaden, die sich Präsident Erdogan geleistet hat, häufiger werden und auch drastischer und extremer. Aber noch ist es nicht so weit. Die Wahl in Istanbul war ein Zeichen dafür, dass der Souverän in der Türkei noch unabhängig entscheiden kann. Und ich hoffe sehr, dass das in den nächsten Jahren so weitergehen wird. In der Blauen Stunde heute sprechen wir über den Sommer, die Ereignisse des Sommers und werden das auch nach der nächsten Musik so machen. Ich habe Lust, ein bisschen Bach zu hören. Und zwar eine Cello-Suite, gespielt von Jean-Guyen Kyrat. Die Cello-Suiten kennt ihr sicher und wir hören uns einfach mal die bekannteste an in G-Dur. Die Cello-Suite von Johann Sebastian Bach, hier in der Blauen Stunde. Die Blaue Stunde heute nach den Sommerferien mit ein paar Themen, einem bunten Potpourri aus Themen der letzten Wochen. Und ein Thema der letzten Woche, ein großes Thema der letzten Woche, war auch nicht der letzten Woche, Wochen, Monate, war die Europawahl und der Einzug der Partei Die Partei ins Europaparlament mit Martin Sonneborn und Nico Semsrott. Ein großer Erfolg, über 2% der Stimmen gingen an Die Partei, Die Partei, die zu einer Art neuer Jugendbewegung zu werden scheint. Und tatsächlich wandelt sich die Partei in den letzten Monaten auch. Sie wird realpolitischer. Offensichtlich hat Martin Sonneborn, der Vorsitzende der Partei, erkannt, dass er eine große Verantwortung auf sich nimmt, wenn die Menschen ihn wählen. Und er wird dieser Verantwortung, wie ich finde, auf eine humoristische und sehr interessante Art und Weise gerecht, indem er nämlich Reden hält im Europaparlament. Und seine erste Rede gleich zur Eröffnung, die war schon außergewöhnlich witzig, aber auch, wie ich fand, sehr nachdenklich, als es darum ging, welche Leute da eigentlich Posten bekommen im Europaparlament und welche fragwürdigen Vorgeschichten sie haben. Ob das nun Ursula von der Leyen ist oder wer auch immer, Martin Sonneborn hat das in der Kürze der Zeit, die ihm zur Verfügung stand, wirklich genial auf den Punkt gebracht. Und ist dafür natürlich auch im Internet und in all den Foren, in denen das gesendet wurde, gelobt und gefeiert worden. Auch Nico Semsrott mit einer sehr witzigen Aktion, mit Werbebannern, die er unter seinem, seinem Kapuzenpulli versteckt hatte, hat für Aufsehen gesorgt. Und so kann man hoffen, dass die Partei, ihre Macht, muss man ja schon fast sagen, nutzt, um in Zukunft auch in dieser Legislaturperiode Politik aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, mit einem zwinkernden Auge, aber eben nicht nur mit diesem zwinkernden Auge und nicht nur mit Albernheit, sondern tatsächlich auch mit einem ernsthaften Anspruch. Und das hat Martin Sonneborn ja auch wirklich sehr gut formuliert, als er diese Querverbindung der Mandatsträger geschildert hat. Ursula von der Leyen selbst ist ja einfach weggelobt worden von der Kanzlerin. Sie war vorher Verteidigungsministerin und ist dann als Kommissionspräsidentin geadelt worden in die Arbeitslosigkeit. Und so scheint das gang und gäbe zu sein in der Politik heute, dass man sich kein politisches Mandat mehr erkämpft durch Wahlen und Überzeugung, sondern dass man schachert und einfach die Mandate, die man schon gewonnen hat, aufgrund von Wahlergebnissen, die lange her sind, einfach weitergibt an jemand anderen. AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, ist somit auch befördert worden, obwohl sie immer gesagt hat, dass sie diesen Posten nicht haben will, von der Ministerlosigkeit zur Verteidigungsministerin. Eher ein Schleudersitz, würde ich sagen. Und in der laufenden Sommerpause mussten die Abgeordneten zurückkehren, um dann bei 35 Grad gefühlter Innentemperatur die Ministerin zu vereidigen. Ein großes Thema auch war
Angela Merkels Zittern. Von der Bild-Zeitung rauf und runter besprochen, von der ganzen Nation debattiert. Was ist es nun? Warum zittert die Kanzlerin? Was bedeutet das? Ist das der Anfang vom Ende? Zerfällt ihre Macht sichtbar auch an körperlichen Symptomen? Was ist überhaupt los mit der Kanzlerin? Wo ist ihr Ehemann, wenn sie auf den Bayreuther Festspielen auftaucht? Es wurde viel besprochen, es wurde viel geunkt und letztendlich ist am Ende wenig passiert. Vielleicht ist die Kanzlerin eben auch nur ein Mensch und vielleicht war das für sie kein leichtes Jahr. Ihre Mutter ist gestorben, ich glaube Anfang des Jahres. Sie hat den CDU-Vorsitz abgegeben. Sie merkt, dass das Ende ihrer Zeit gekommen ist. Sie wird auch mittlerweile älter und das heißt nicht unbedingt, dass sie bei dem Lebensstil, den sie hat, gesünder wird. Und da kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass es anstrengend ist, wenn man jeden Tag bei Protokollen und irgendwelchen Ereignissen, offiziellen Anlässen standhalten muss, dass man dann irgendwann anfängt, unsicher zu werden, auch psychisch labil und vielleicht dann mal zittert am ganzen Körper, ohne dass es gleich bedeuten muss, dass man eine ernsthafte Krankheit hat. Aber das wurde analysiert, vor allem von der Bild-Zeitung und von sogenannten Experten. Und am Ende ist dabei nichts rausgekommen. Die Kanzlerin hat einfach genau das gesagt, was ich auch gerade gesagt habe, nämlich, dass mit ihr nichts Schlimmes sei und sie das hoffentlich wieder in den Griff bekommt. Ich fand es gut, dass sie sich dann auch mal hingesetzt hat und einfach diesen Druck aus der Sache rausgenommen hat. Und ja, mittlerweile ist die Diskussion darum auch wieder verebbt. Andere Diskussionen bleiben. Die Diskussion um Donald Trump, um Handelskriege zwischen China zum Beispiel und den USA, aber auch Boris Johnson, der Brexit, die Wahl des Boris Johnson zum Premierminister und damit der sich ankündigende planlose Austritt der Briten aus der EU. Das sind Themen gewesen, die uns in diesem Sommer beschäftigt haben und die uns darüber hinaus auch im Herbst beschäftigen werden. Ob die Engländer nun aus der EU austreten, absurderweise haben sie gerade ganz kurz vor dem Austritt ja noch für Abgeordnete im EU-Parlament gestimmt und geworben, oder ob es nochmal dazu kommen wird, dass das britische Unterhaus alle Vorschläge ablehnen wird und vielleicht Boris Johnson sogar auch am Brexit scheitern und sein Amt verlieren wird, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Meine These ist, ich glaube, es wird keinen Ausstieg geben. Ich glaube, die Briten werden am Ende vielleicht sogar nochmal über den Brexit abstimmen. Ich würde es mal mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vermuten, denn es gibt noch andere Probleme, die mit dem Brexit verbunden sind. Zum Beispiel auch das innerbritische Problem, dass die Schotten überhaupt nicht raus wollen, aber auch Irland und Nordirland eine Grenze haben, im Moment eine unsichtbare Grenze, die dann wieder zu einer sichtbaren Grenze werden würde. Und ob die Engländer, die ein Teil Großbritanniens, aber nicht der bestimmende Teil sind, das einfach so durchdrücken können, ohne eine weitere Abstimmung darüber, ob der Brexit Sinn macht oder nicht, das bleibt in Frage gestellt. Ich glaube, es wird nicht so leicht werden, auch für Boris Johnson nicht. Der prahlt im Moment natürlich mit dem Rückenwind seiner Premierministerschaft und fühlt sich wohl sicher und macht einen auf Donald Trump, aber man weiß, sowas kann sich schnell ändern und dann wird man weitersehen. Apropos Donald Trump, in den USA streiten sich die demokratischen Präsidentschaftskandidaten um die Kandidatur und machen sich damit das Leben selbst schwer, geben nach außen hin ein sehr zerstrittenes Bild ab. Einige kennen wir, Bernie Sanders zum Beispiel kandidiert auch wieder, obwohl er weit über 70 ist und auf die 80 zugeht. Ich glaube, die Demokraten werden keine Chance haben bei der nächsten Präsidentschaftswahl, zumal Donald Trump ja auch eine sehr publikumswirksame Politik macht und damit die Masse der Amerikaner erreicht, die offensichtlich nicht begreifen, welche Auswirkungen die Politik Donald Trumps auf die USA und die Welt im Allgemeinen in der Zukunft haben werden. Der Konflikt mit dem Iran, der sich weiter zuspitzt, das Spiel mit dem Feuer, mit der Atommacht Iran, die zwar noch nicht ganz gereift ist, aber dabei ist, eine zu werden, das sind alles Dinge, die sehr beängstigend sind, von der Apokalypse, die ich eben gesprochen habe, nur um Haaresbreite entfernt. Und dass Donald Trump da über Grenzen geht und sich überhaupt nicht darum kümmert, was passieren könnte, das wissen wir und das bleibt auch weiterhin so. Meine Theorie auch in diesem Fall ist, die Demokraten werden vielleicht ganz am Ende, naja, wir werden sehen, Michelle Obama als Präsidentschaftskandidatin aufstellen. Und das wäre auch die einzige Lösung, um eine Chance zu haben. Aber wir werden sehen.
Ihr könnt mir schreiben, was ihr darüber denkt, hier an die Blaue Stunde, Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Und jetzt hören wir wieder ein bisschen Musik. Wir hatten eben Bach, jetzt kommen wir wieder zu jemand anderem, nämlich Him aus Finnland, Ville Valo. Vor einigen Jahren sehr erfolgreich, auch in Deutschland, jetzt mittlerweile nicht mehr so erfolgreich. Und von seinem Album Razorblade Romance, das war nämlich das, was hier eingeschlagen ist wie eine Bombe, 1999 hören wir Poison Girl in der Blauen Stunde. Radio 1, die Blaue Stunde mit Serdar Somuncu. Es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Die blaue Stunde hier am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr. Ich bin da, ihr seid da, wunderbar. Ein Thema des Sommers, das habe ich leider nur aus der Entfernung mitbekommen, als ich dann auf meinem nächsten Trip war. Ich war ja zur Detox-Kur zuerst und dann am Meer. Wo war ich denn dann als nächstes? Auf einem Schiff, genau. Ich habe einen Schiffsurlaub gemacht und habe kaum was mitbekommen von der Außenwelt. Und dann, als ich irgendwann mal wieder Empfang hatte und zufällig mein Handy angeschaltet habe, da habe ich gesehen, in Deutschland tobt wieder einmal die Diskussion um die Flüchtlinge. Die Bild-Zeitung hat diese Diskussion natürlich dankbar aufgenommen, beziehungsweise überhaupt erst in Gang gebracht, angestachelt, die Menschen aufgestachelt, indem sie über dieses fürchterliche Attentat in Frankfurt berichtet hat. Dort hat ein Flüchtling ein kleines Kind, ein 8-jähriges Kind, auf die Gleise gestoßen bei der Einfahrt eines ICE und auch die Mutter und versucht noch eine weitere Frau vor den Zug zu stoßen. Und das Kind ist gestorben, die Mutter hat überlebt. Und alle haben natürlich wieder darüber diskutiert, ob die Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, 2015 tickende Zeitbomben sind. So sagt man es. Unberechenbare tickende Zeitbomben. Die Parteien nehmen das natürlich auch auf. Allem voran nützt es der AfD, die jetzt bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Brandenburg und Thüringen sich anschickt, die Mehrheiten zu gewinnen. Und deswegen wird polemisiert, kräftig natürlich gegen Flüchtlinge und so getan, als wäre die Zahl der Übergriffe von Flüchtlingen auf Deutsche dramatisch gestiegen. Kurz darauf, nach diesem Anschlag in Frankfurt, gab es eine weitere Meldung über ein Schwertattentat eines wieder mal fremdländisch aussehenden Menschen, offensichtlich eines Flüchtlings auf einen Deutschen, wobei sich dann relativ kurze Zeit danach herausgestellt hat, dass es eine Beziehungstat zwischen zwei ehemals befreundeten Männern gewesen ist. Also keineswegs eine Tat, die einem Flüchtling zuzuordnen ist, der nach Deutschland gekommen ist, um Terrorakte zu verüben. Wie aber sieht es genau aus und gibt es Zahlen, die das belegen? Das habe ich mich dann gefragt. Und tatsächlich ist es so, dass die Zahlen der Übergriffe von Flüchtlingen auf Deutsche weder gestiegen ist, noch ist sie dramatisch hoch. Sie ist natürlich nach wie vor traurig und vor allem schadet es den Flüchtlingen, wenn solche Sachen passieren, gerade dadurch, dass die Medien dann ihr Augenmerk besonders darauf richten und in der Bevölkerung den Eindruck erzeugen wollen, dass das alles viel dramatischer ist. Aber in Wirklichkeit eben gibt es keine signifikante Steigerung der Anschläge bzw. der Gewalttaten von Flüchtlingen auf Deutsche. Im Gegenteil, Deutsche greifen sogar häufiger Flüchtlinge an. Und darüber wird kaum berichtet. Nach wie vor passieren tagtäglich Angriffe von irgendwelchen Leuten, die Flüchtlingsheime in ihrer Nähe haben und diese nicht haben wollen. Brandanschläge, über die kaum berichtet wird oder gar nicht. Und da fragt man sich natürlich, wie weit ist es mit unserem Bewusstsein und warum nehmen wir eigentlich Dinge nur noch so oberflächlich wahr, um uns darüber eine fundierte Meinung bilden zu können. Das hat sich in den letzten Monaten sogar noch verschärft, weil die Macht der Medien immer größer wird und auch die Art und Weise, wie Medien diese Macht ausnutzen und wie ich finde, nicht unbedingt redlich ausnutzen, sondern schändlich und sträflich.
Und dadurch kommen diese Debatten dann wieder periodisch wiederkehrend auf und alle sprechen darüber, wenn es akut ist, mal in diese Richtung, mal in die andere Richtung. Und nur einer eigentlich profitiert davon, nämlich der Demagoge oder die Demagogen in der AfD. Und deswegen befürchte ich, werden wir bei der Wahl in Brandenburg eine Mehrheit der AfD haben. Ob die anderen Parteien koalitionsfähig und ob sie koalitionswillig sind, das weiß man nicht. Es wird auf absehbare Zeit unumgänglich sein, um Regierung zu bilden, denn die SPD verliert immer weiter an Stimmanteilen. Sie liegt mittlerweile bei knapp 10%. Das wird vielleicht sogar noch weniger werden. Die Grünen werden immer mehr zur Volkspartei und die CDU dümpelt vor sich hin. Also entweder wir werden in Zukunft lauter schwarz-grüne Regierungen haben oder irgendwann wird sich die CDU mithilfe der CSU dazu entscheiden, mit der AfD Koalitionen einzugehen. Allerdings ist das im Moment sehr problematisch, denn der rechte Flügel in der AfD gewinnt gerade immer mehr an Oberhand. Die Clique um Björn Höcke, aber auch der Kandidat für die Landtagswahl in Brandenburg, das sind die völkischen Teile der AfD, die im Moment einen erbitterten Kampf führen gegen die noch bürgerlich wirkenden Teile der AfD, obwohl man dazu sagen muss, dass die bürgerlich wirkenden Teile der AfD auch immer gerne mit dem Völkischen kokettieren. Und was am Ende dabei rauskommt und wohin die AfD sich bewegt, ob sie eine rechte Volkspartei werden wird oder ob sie eine extrem rechte Splittergruppe bleibt, darüber kann man streiten. Bei 20% ist es bei weitem keine Splittergruppe mehr. Das ist eine große und wichtige Frage, die wir in den nächsten Monaten uns stellen werden und auch besprechen müssen. Was wir allerdings auch besprechen müssen weiterhin, ist die steigende Zahl rechtsextremer Gewalttaten. In Deutschland auch im letzten Jahr wieder ein hoher Zuwachs, unverhältnismäßig hoch, wenn man vergleicht mit welcher Aufmerksamkeit eben andere Taten, zum Beispiel von Flüchtlingen, auf Deutsche bemessen werden, dann ist das unverhältnismäßig, weil nämlich rechte Gewalttaten dramatisch steigen in den letzten Jahren immer mehr. Und auch da frage ich mich, wo ist das Bewusstsein geblieben der Leute zum Beispiel, die im letzten Jahr noch dieses große Konzert in Chemnitz gegeben haben? Wo sind die Initiativen? Wo ist der Aufstand der Anständigen geblieben, der auch heute eben noch, vielleicht auch an einem Tag, an dem es keinen konkreten Anlass gibt, organisiert, dass ein Großteil der Bevölkerung ein Podium, ein Sprachrohr gegen rechts hat und zeigt, dass wir aus der Mitte der Gesellschaft heraus Widerstand gegen Engstirnigkeit, Einfalt und Intoleranz leisten wollen. Das werden wir sehen. Auch das im Herbst wird sicher wieder ein großes Thema werden. Ein großes Thema war auch die Inhaftierung der Kapitänin Carola Rackete oder Rakete vor einigen Wochen, die ein Schiff mit Flüchtlingen in den Hafen gesteuert hat auf Lampedusa und dann von den italienischen Behörden festgenommen wurde unter großer Freude und Anteilnahme von Minister Salvini. Sie ist inzwischen wieder freigelassen und auch da, das Flüchtlingsproblem keimt zwischendurch, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet, wieder auf und dann verschwindet es. In der Tat aber sterben jeden Tag Menschen auf dem Mittelmeer und nicht nur dort, auch auf anderen Routen. Und es wäre wichtig, dass wir dieses Bewusstsein weitertragen und dafür kämpfen, dass jeder Mensch das Recht auf Freiheit, auf Frieden und Wohlstand behält und wir ihm dieses Recht auch gewähren, weil wir eben vom gleichen Recht profitieren. In der Blauen Stunde heute sprechen wir über viele Themen, die wir im Sommer hatten, aus der Distanz oder aus der Nähe. Und einige Themen haben wir jetzt schon durch. Eben haben wir Wille Wallo gehört. Jetzt, dachte ich, hören wir uns doch mal so richtige Sommermusik an. Hier kommt Will Smith mit Summertime in der Blauen Stunde heute am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr. Drums, please! Die blaue Stunde heute aus dem Urlaub, noch dem Urlaub. Bald geht's ja wieder los und deswegen ein bisschen entspannter vielleicht als sonst, aber ich hoffe nicht weniger spannend und inhaltlich, sagen wir es mal so. Apropos nochmal zur Eigenwerbung, am 6. Oktober gibt es die Blaue Stunde live aus dem großen Sendesaal des RBB zusammen mit dem Filmorchester Babelsberg mit meinen Gästen Max Rabe, Achim Hagemann alias Pavel Popolski und Shahak Shapira am 6. Oktober um 16 Uhr zur gewohnten Zeit live aus dem großen Sendesaal des RBB.
Karten gibt es jetzt überall, wo es Karten gibt. Das Filmorchester Babelsberg ist dabei, Max Rabe und Achim Hagemann alias Pavel Popolski und Shahak Shapira und hoffentlich ihr auch. Und am 16. August, da spiele ich mit meiner Band The Politics in Potsdam im Waschhaus. Ein einziges, einmaliges Konzert zur Veröffentlichung meiner neuen CD Sisyphos, die am selben Tag erscheint, im Potsdamer Waschhaus. Waschhaus Potsdam, 16.08. 20 Uhr, Open Air mit mir und den Politics. Kommt doch vorbei, würde mich sehr freuen und ich denke, ihr werdet auch eure Freude haben. Meine Freundin habe ich allerdings nicht dabei. Meine 18-jährige Freundin, die ich zufällig kennengelernt habe, backstage, die muss dann eben draußen warten. Habt ihr es mitbekommen? Michael Wendler geht nämlich jetzt auf Tour. Michael Wendler geht auf Tour mit seiner Freundin und macht dann nachher auch noch Autogrammstunden und wirbt damit, dass seine Freundin dabei ist. Der Ausverkauf der Beziehung ist also in vollem Gange. Der Ausverkauf Michael Wendlers, der hat schon wahrscheinlich mit seiner Geburt begonnen. Aber dieser vermeintliche Star, wessen Star er auch immer sein sollte, von vielleicht mit 40er Frauen, mit 50er, mit 60er Frauen, die glauben, er sei ein Idol, der ist kaum mehr zu ertragen. Und auch da hatte ich eben schon drüber gesprochen, sollte man sich mal die Muße geben, das Sommerhaus der Stars sich anzuschauen und zu sehen, wie weit Exhibitionismus gehen kann und wie schmerzhaft er auch sein kann. Aber, und das habe ich mir auch gedacht, als ich da im Urlaub war, es geht nicht nur um Exhibitionismus, um Selbstdarstellung und das Stattfinden wollen von Leuten, die offensichtlich darauf angewiesen sind, dass sie stattfinden, sondern es geht tatsächlich auch hier um politische Dinge, um MeToo zum Beispiel oder um Emanzipation, das Verhältnis von Frauen und Männern. Und wie paradox ist es, wenn wir heute darüber sprechen, dass Männer und Frauen gleiche Rechte haben sollen, dass sie respektvoll miteinander umgehen sollen und in der Gesellschaft immer noch viele Gräben zwischen den Geschlechtern existieren und auf der anderen Seite dann in Formaten wie der Bachelorette oder dem Bachelor Männer und Frauen sich gegenseitig behandeln wie Ware und einfach auf Oberflächlichkeiten reduziert werden, ja, sich selbst sogar so degradieren und entwerten und demütigen, dass sie zusammen mit mehreren Geschlechtsgenossen um die Gunst eines anderen oder einer anderen buhlen und sich damit lächerlich machen. Das ist die Kehrseite der Unterhaltungswelt und Unterhaltungsindustrie, dass wir kaum Wert darauf legen, moralische und ethische Standards zu transportieren und uns daran zu halten, sondern einfach alles über Bord werfen in dem Moment, in dem es um die Quote zu gehen scheint. Unterhaltung, Quote, Ablenkung, das ist der Maßstab und deswegen ist es den Fernsehsendern auch egal und nur recht, wenn genau das erfüllt wird und die Zuschauer genau das wahrnehmen, was die Sender transportieren wollen, nämlich Einfältigkeit. Das ist bei uns nicht so. Ihr wisst, dass wir hier große Stücke darauf halten, Inhalte zu transportieren. Deswegen ist Radio 1 ja auch ein Sender, in dem es sehr viel Inhalt gibt und trotzdem eben auch Unterhaltung. Das kann einhergehen und das ist ein für mich sehr herausfordernder Aspekt an dieser Arbeit, dass man beides versucht miteinander zu verbinden, ohne das ein oder andere überzubewerten. Apropos Fernsehen, auch ich mache natürlich Fernsehen und bin immer hin und her gerissen, wie weit ich da gehen kann, ohne meine eigenen Ideale zu verkaufen oder zu verraten. Ich finde, dass ich das ganz gut hinbekomme. Meine Sendung auf NTV, die läuft ja immer am letzten Dienstag im Monat, die hat sich prächtig entwickelt. Wir haben mittlerweile wirklich namhafte Gäste aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, die sich dieser Art von Unterhaltung, von spannender Unterhaltung, aber eben auch Diskussion stellen und eben in einer anderen Art und Weise auch mal diskutieren, als sie es sonst vielleicht tun würden in den einschlägigen Diskussionsrunden, in denen man ohnehin immer die gleichen Gestalten sieht. Meine Sendung Somunju läuft auch Ende September wieder dann am letzten Dienstag und wen wir zu Gast haben, das werden wir sehen. Versprochen ist aber, dass es auf jeden Fall wieder sehr spannende Gäste sein werden. So, das war der Eigenwerbungskomplex. Ich hoffe, dass es euch nicht nervt, aber es ist ja ein Zeichen von Stolz, dass ich das hier mache. Und den möchte ich auch mit der Euphorie und der Begeisterung, die ich für meine Arbeit habe, euch vermitteln und euch daran teilhaben lassen. Und nichts ist besser, als wenn wir das zusammen machen und erleben können. Deswegen kommt vorbei und lasst euch überraschen. Wie gesagt, vielleicht ist auch meine 18-jährige Freundin dabei und ihr könnt ihr den Po tätscheln. Der Sommer ist bald vorbei. Wir haben noch ein paar Wochen und ich war dann irgendwann Mitte des Sommers
auf einem Schiff, einem Segelboot zusammen mit ein paar Freunden. Das war sehr schön, hat großen Spaß gemacht, anders als ich es erwartet habe. War zum Teil auch ein bisschen anstrengend und man muss sich da ehrlich gesagt auch dran gewöhnen. Wenn es dann mal richtig schaukelt und Seegang ist, ist es nicht unbedingt angenehm. Aber am Ende, Fazit, war es ganz, ganz toll, weil es eben auch mal was anderes ist, als am Strand zu liegen oder in einem Hotel zu sein oder sonst wo zu sein. Viele werden jetzt sagen, meine Güte, du bist aber ein ganz schönes Luxusschwein, leistest dir so viel Urlaub. Das stimmt nicht ganz. Man kann sowas relativ einfach und günstig organisieren und auch finanzieren. Aber stimmt, ein bisschen Luxus habe ich tatsächlich, habe ich mir auch erarbeitet, darf ich mir also leisten. Und da ich den Rest des Jahres über kaum Urlaub habe und eigentlich am Stück arbeite, finde ich, habe ich es mir dann auch ein bisschen verdient und brauche es auch vor allem. Erholung ist ja wichtig, also auch ein bisschen abwechselnde Erholung. Und wie man sich das dann aufteilt, das kann ja auch jeder für sich entscheiden. So, jetzt haben wir in der blauen Stunde schon fast alles besprochen, was es diesen Sommer gab. Gleich nach der nächsten Musik wird uns bestimmt noch was einfallen. Oder mir, warum rede ich eigentlich hier immer im Pluralis Majestatis? Was haben wir denn als nächste Musik? Ah, das haben wir natürlich auf dem Schiff immer gehört. George Michael. George Michael mit seiner, ja, das ist eigentlich eine Hymne, oder? Ich habe den Titel vergessen. Careless Whisper. Careless Whisper ist einer der Titel von George Michael, die immer wieder kommen, so wie das Christmas-Lied. Und deswegen muss es eigentlich auch hier im Zusammenhang mit einem Segelboot gespielt werden. George Michael in der blauen Stunde am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr. Wir reden heute über den Sommer. Und jetzt hören wir mal ein bisschen George Michael und stellen uns vor, wie ich im weißen Bikini an der Reling stehe und meine Wampe in die Sonne halte und mein wallendes Haar in den Wind und und dabei meinen Blick in die Ferne schweifen lasse. In der blauen Stunde. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Die blaue Stunde am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr und ein kleiner Ausblick auf das, was in den nächsten Wochen kommt, sei mir auch gestattet. Wir werden wieder Sendungen haben mit Gästen, mit interessanten Gästen, mit prominenten Gästen und mit unerwarteten Gästen, ja, vielleicht auch Freunden oder Bekannten. Das steht jetzt alles noch nicht zu 100% fest. Was feststeht, ist, dass auf jeden Fall sehr viel passieren wird und auch live werde ich wieder im Studio sein. Das ist ja regelmäßig der Fall und dann könnt ihr auch gerne wieder anrufen. Wir haben ja immer sehr schöne Gespräche mit den Anrufern. Einige rufen auch häufiger an und ich freue mich drauf. Auf jeden Fall in den nächsten Wochen, wenn es hier wieder regelmäßig die blaue Stunde gibt, werden wir Gelegenheit haben, uns auch persönlich zu sprechen. Sendung mit Jürgen wird es auch wieder geben. Vor der Pause gab es ja diese tolle Sendung auf dem Spargelhof. Jürgen hat mich entführt auf einen Spargelhof und das Ganze haben wir ja dokumentiert. Und sowas werden wir, glaube ich, in Zukunft auch wieder machen. Und ich überlege jetzt schon, was ich diesmal Jürgen antun kann. Vielleicht fällt mir da was ein. Mal sehen. Vielleicht irgendeinen schrägen Bazar in Kreuzberg oder sonst etwas. Auf jeden Fall muss es etwas sein, was den alten Bär schockt. Und das ist schwer. Das sage ich euch. Der ist nämlich mit allen Wassern gewaschen. Der hat ein dickes Fell. Das sollte jetzt nicht zweideutig gemeint sein, aber einige werden es zweideutig verstehen, vor allem er selbst. Und da muss ich mir schon wirklich was einfallen lassen, um den alten Haudegen in die Falle zu jagen. Die Sendung mit Jürgen kommen also auch. Dann wird es wieder ein paar Solo-Sendungen geben, dann wieder live und mit Gästen. Die blaue Stunde ist also immer für Überraschungen zu haben und die wird es zu Genüge geben, auch in diesem Herbst. Ich weiß nicht, freut ihr euch auf den Herbst? Also ich ehrlich gesagt ja, weil ich, ich mag den Herbst einfach. Mein Lieblingsmonat ist der Oktober, der goldene Oktober, der ja oft wirklich so golden ist, wie er verspricht. Und aber auch der November und der Dezember, die Monate, in denen dann das Jahr zur Neige geht, sind Monate, auf die ich mich freue, in denen man dann auch mal wieder zu Hause sitzt, in denen man Möglichkeit hat, Dinge zu tun, die man sonst vielleicht draußen nicht tun kann. Jede Jahreszeit hat ihre Vorzüge. Ich bin eher ein Fan von Herbst als von Sommer. Finde sowieso die Sonne manchmal sehr anstrengend. Ich hatte jetzt nach all der Zeit, die ich dann im Sommer unterwegs war, irgendwann auch die Sonne satt.
Zumal die Sonne auch ehrlich gesagt nicht unbedingt ungefährlich ist. Ich wundere mich dann immer, wenn ich Leute sehe, die bei sengender Hitze draußen sitzen und Bier trinken und noch eine Haxe essen mit Püree und knallrote Gesichter haben, dass denen das nicht bewusst ist. Aber wahrscheinlich ist das noch eine Folge der neuen Entwicklung, dass die Menschen hier im Norden Europas nicht gewöhnt sind, mit Sonne umzugehen. Und da gab es ja dann tatsächlich auch die Diskussion um die Siesta, um die Einführung einer generellen Siesta zur Sommerzeit. Denn in anderen Ländern im Süden ist es tatsächlich üblich, dass man zur heißesten Zeit des Tages am Mittag 2-3 Stunden Pause macht und sich zurückzieht und dann, wenn die Sonne verschwunden ist, abends wieder auf die Straße geht. In Italien ist es besonders anschaulich, wenn dann die älteren Herren in ihren Schnicken und feinen Anzügen auf die Straße kommen, aber auch in anderen Ländern, in Spanien, in Portugal, überall eben, wo es heiß ist, kommen die Menschen abends auf die Straße und sie bleiben so lange, wie es kühl ist, manchmal sogar die ganze Nacht hindurch. Und deswegen sind auch die Essensgewohnheiten andere als bei uns, während wir meistens sehr früh essen, um 7, um 7:30 abends, manche essen ja abends gar nicht. Da ist es in anderen Ländern wie in Spanien, Portugal, Italien, in südlichen Ländern durchaus üblich, mal gegen 11 Uhr abends oder 12 Uhr abends zu essen. Und apropos Essen, nachdem ich dann meine Detox-Kur hinter mir hatte, habe ich irgendwann eine Keto-Diät entdeckt. Ich bin gar kein Freund von Diäten übrigens, das muss ich sagen. Und habe darüber gelesen, dass das jetzt große Mode ist, Keto-Diät oder Keto-Diät, ich weiß es gar nicht. Eigentlich nichts anderes als kohlenhydratarme Ernährung. Und habe mich gefragt, warum es so viele unterschiedliche Ansätze gibt und warum sich so wenige Leute fragen, dass der Körper doch eigentlich in der Lage sein müsste, sich selbst zu regulieren, wenn man sich bewusst genug und vielfältig genug ernährt, also ohne eine Anleitung zur Diät. Und ich bin schnell auf eine Antwort gekommen. Tatsächlich ernähren sich viele Menschen nicht bewusst und ausgewogen, sondern essen zum Beispiel zu viel zuckerhaltige Lebensmittel oder zu viel Salz, trinken zu viel Alkohol, essen sowieso zu viel Fleisch. Und. Aber auch vegan zu sein, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, halte ich für eine sehr einseitige Ernährung und ohne Zusatzstoffe ist vegan sogar ungesund und trotzdem ist es große Mode geworden. Viele Menschen sind vegan, essen also überhaupt keine tierischen Produkte, weder Fleisch noch Fisch, noch Käse, noch Eier, noch Milch. Und ob das Sinn macht, ehrlich gesagt, und ob der Mensch dafür gemacht ist, vegan zu sein, das ist eine Diskussion, die können wir lange führen. Es ist jedenfalls eine Entscheidungssache. Jeder kann das für sich selbst entscheiden. Ich persönlich bevorzuge eben, wie gesagt, ausgewogene Ernährung und Ernährung, die bewusst ist. Also auch mit Lebensmitteln, mit Produkten, die man nicht einfach nur im Supermarkt kauft, sondern die man bewusst bei denen kauft, die diese Produkte fair, biologisch und sauber herstellen. Das kann Fleisch sein, das kann aber auch Gemüse sein, das kann sonst was sein. Und da komme ich eben genau auf das Thema von eben. Essen in anderen Ländern, vor allen Dingen, wenn man unterwegs ist im Ausland. Es ist euch bestimmt aufgefallen, dass das Essen in manchen Ländern viel besser schmeckt, intensiver. Gurken, Tomaten, Gemüse allgemein, Obst. Und woran das liegt, das kann man sich lange fragen. Es hat sicher viel mit den Richtlinien und der Regulierung durch die EU zu tun, die natürlich Wert darauf legt, dass kein Wettbewerbsvorteil entsteht dadurch, dass eine Tomate in Spanien besser schmecken könnte als in Holland. Und deswegen müssen alle Tomaten die gleiche Form und sogar den gleichen Geschmack haben. Es wird also nivelliert. Aber trotzdem fragt man sich, warum kann man das nicht aufheben? Denn es ist ja sinnlos und vor allen Dingen auch paradox. Wenn man die Form einer Tomate beeinflussen kann, warum kann man dann auch nicht ihren Geschmack beeinflussen? Und als ich just diesen Gedanken hatte, da erzählte mir jemand, mittlerweile gibt es sogar Forscher und eine ganze Industrie, die daran arbeitet, wieder Geschmack zu erzeugen in Gemüse und Obst. Paradox. Gemüse und Obst, also Dinge, die schon Geschmack hatten, werden entschmeckt, um dann wieder mit Geschmack versehen zu werden, damit sie bestimmten Normen entsprechen. Auch das ist mir im Urlaub aufgefallen und ich habe es ehrlich gesagt sehr genossen, etwas abseits von den Mainstream-Ernährungswegen mich mal wieder frei zu ernähren und vor allen Dingen gesund und ehrlich wirklich Produkte zu essen, bei denen man weiß, woher sie kommen, wie sie angebaut wurden und wie sie aufgewachsen sind. Gewachsen sind. Ja, auch das ein Teil des Sommers, das Essen. Viel Obst im Sommer,
Das macht immer großen Spaß, in so eine schöne Melone zu beißen. Mit einem Stück Schinken dazu ist es noch viel besser. Und vielleicht machen wir im letzten Teil der heutigen Blauen Stunde noch ein bisschen Rezeptreise. Ja, das ist vielleicht eine Idee. Dann gehen wir nochmal die Rezepte des Sommers durch und freuen uns auf den Herbst in der Blauen Stunde. Was haben wir denn jetzt noch auf dem Musikplan? Hatte ich eben schon? Nee, hatten wir nicht. Habe ich nämlich diesen Sommer auch mal wieder gehört. Billy Idol. Bin großer Fan von Billy Idol, war auch schon zweimal auf Konzerten von ihm. Ich finde, das ist ein ganz toller Musiker, toller Sänger und natürlich ganz viele Hits gehabt. Jetzt überlege ich, welchen ich euch eigentlich vorspielen soll. Ich finde Catch My Fall von Billy Idol. Das könnten wir uns eigentlich mal antun, oder? In der Blauen Stunde, heute am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr mit einem gut gelaunten Moderator, der zu Hause sitzt und den letzten Rest Sommer gemeinsam mit euch genießt. Die Blaue Stunde. So, jetzt sind wir fast am Ende. Und ich hatte ja gesagt, dass ich vielleicht am Ende noch die Rezepte des Sommers, meines Sommers, euch verraten will. Danach ist nämlich auch gefragt worden, es ist in einigen Briefen erwähnt worden, ich sollte doch nochmal die Rezepte, die ich hier die letzten Wochen genannt habe, wiederholen. Eines meiner Lieblingsrezepte im Sommer ist ganz, ganz simpel, nämlich Nudeln mit Joghurt-Knoblauchsoße. Das ist ganz typisch türkisch, anatolisch. In Anatolien isst man sehr viel Joghurt, selbstgemachten Joghurt, Rahm, Joghurt mit viel Fett und säuerlich, und deswegen ist das im Sommer sehr beliebt, dass man Nudeln kocht. Entweder man nimmt ganz normale Spaghetti, man kann jede Form von Nudeln nehmen, aber man könnte auch Mante nehmen. Mante sind kleine gefüllte Ravioli, gefüllt manchmal mit Hackfleisch oder mit Schafkäse oder mit Spinat oder eben einer Mischung. Die kocht man, bis sie al dente sind, dann schreckt man sie mit Wasser ab, so wie man Nudeln macht. Und dann kommt eine ganz einfache Soße dazu, nämlich Joghurt, ein bisschen mit Wasser verdünnt, nicht zu sehr, es muss noch dickflüssig sein. Dann zwei Knoblauchzehen etwa auf einen halben Liter Joghurt. Dann Salz und das war's schon. Salz, Knoblauch, Joghurt auf die Nudeln drauf. Und dann, wenn man ganz besonders anatolisch sein will, erhitzt man in einer Pfanne noch ein Stück Butter und in diese Butter, in die geschmolzene Butter, Paprikapulver, scharfes Paprikapulver, bis das Ganze ein bisschen blubbert, und das schüttet man dann tröpfchenweise über den Joghurt und mischt das Ganze mit den Nudeln, und dann gibt es ein hervorragendes, erfrischendes türkisches Sommergericht. Die türkische Küche ist sowieso sehr vielfältig. Das wissen einige, die schon mal in der Türkei waren. Manche wissen es nicht. Es gibt in der Türkei fast jedes Gericht in einer kalten und in einer warmen Variante. İmamoğlu zum Beispiel gibt es auch als Karnıyarık. Das ist eine Aubergine, die man in Streifen schält. Das ist eigentlich nur ein optisches Gimmick. Und dann im Backofen erstmal ein bisschen gart, damit das Innere der Aubergine weich wird. Am besten tröpfelt man vorher ein bisschen Zitronensaft drauf, damit sie nicht sich verfärbt. Eine Aubergine verfärbt sich, wenn sie oxidiert. Und auch vielleicht ein bisschen Salz, aber nur ganz wenig, damit die Aubergine nicht bitter wird. Denn Auberginen entwickeln Bitterstoffe sehr schnell und das schmeckt dann nicht so gut. Also ein bisschen Zitronensaft drauf träufeln und Salz und dann gerne auch ein bisschen Olivenöl, damit das Ganze ein bisschen geschmeidiger wird. In den Backofen bei 180 Grad etwa 10 Minuten. Und dann, wenn die Aubergine weich ist, sie aus dem Backofen rausholen. Vorher hat man sie in Streifen, dünne Streifen geschält, sodass ein Muster entsteht, wie so ein Häftlingshemd. Das Innere der Aubergine kratzt man dann, indem man einen Schlitz macht auf eine Seite, mit einem Löffel vorsichtig raus, die Kerne, und es entsteht ein Hohlraum. Dann lässt man die Aubergine abkühlen und bereitet aus etwa, sagen wir mal, das Gericht, was wir jetzt machen, ist für 4 Personen, 250 Gramm gemischtem Hackfleisch oder Rinderhackfleisch eine Füllung vor, die man in der Pfanne brät, also beziehungsweise in der Pfanne angart, das Hackfleisch zusammen mit Zwiebeln, mit Salz, mit rotem Paprikapulver, ein bisschen Knoblauch und Pfeffer, und das Ganze dann
in die Aubergine einfüllen, mit Olivenöl überträufeln und ganz oben dann zwei Tomatenscheiben und ein Längsstreifen grüner Paprika drauf. Das Ganze wieder in den Backofen und für, ich denke mal, 20 Minuten bei 180 Grad garen. Das schmeckt hervorragend, heißt Karnıyarık, ist ein türkisches Nationalgericht, nicht unbedingt, aber ein traditionelles türkisches Gericht, was man mit Reis isst. Und zwar diesem dickkörnigen türkischen Reis, den kriegt man sehr gut im türkischen Laden. Und den macht man zusammen mit Reisnudeln, die man vorher in der Pfanne etwas anbrät, bis sie leicht bräunlich sind. Dann mischt man das Ganze mit dem Reis, löscht es ab mit Gewürzbrühe und lässt es so lange dünsten, bis der Reis gar ist. Und genau dieses Gericht gibt es nämlich auch in kalt. Das heißt dann Imam Bayıldı. Der Imam ist umgefallen. Karnıyarık heißt übersetzt, der Bauch ist aufgeschlitzt. Imam Bayıldı wiederum heißt, der Imam ist umgefallen. Und das Ganze ist ein vegetarisches, kaltes Gericht. Der gleiche Vorgang, den man mit der Aubergine eben noch gemacht hat, den wiederholt man. Aber statt des Hackfleischs kommt nun in die Aubergine eine Füllung aus Zwiebeln, aus Knoblauchzehen, ganzen Knoblauchzehen, grobblättriger Petersilie, ein bisschen Tomate könnte man auch reintun. Das Ganze dann wieder ein bisschen übergießen mit Olivenöl und kalt vor allen Dingen essen. Die Füllung muss man vorher in der Pfanne anbraten, garen, kalt werden lassen und dann in die kalt gewordene Aubergine auffüllen. Mit mehr Olivenöl begießen als das heiße Gericht, aber dann schmeckt es hervorragend im Sommer. Ein kaltes Gericht. Und das gibt es in der türkischen Küche sehr oft. Es gibt ein Porree-Gericht, das gibt es auch warm wie kalt. Es gibt Bohnengerichte, die kann man auch warm wie kalt essen. Piyaz zum Beispiel ist ein weißer Bohnensalat, aber es gibt auch Salate aus Wachtelbohnen, roten Bohnen, auch wieder zusammen mit ganzen Knoblauchzehen. Das ist viel zu viel, um es jetzt noch in diesen letzten Sekunden und Minuten, die wir hier in der blauen Stunde haben, euch zu erzählen. Ihr könnt euch das alles angucken. Vielleicht werden wir auch die Rezepte demnächst hier mal auf der Seite im Internet veröffentlichen. Wäre ja mal eine Maßnahme. Wenn ihr die Rezepte haben wollt, dann schreibt uns bitte an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Und nicht vergessen, am 6. Oktober um 16 Uhr aus dem großen Sendesaal des RBB kommt die Blaue Stunde live mit dem Filmorchester Babelsberg, Max Rabe, Achim Hagemann alias Pavel Popolski und Shahak Shapira. Und am 16. August in der Potsdamer Waschhalle spiele ich mit meiner Band das Release-Konzert zu meiner neuen CD Sisyphos. Das war jetzt genug, Werbung ist gemacht, Sendung ist zu Ende. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit. Der Sommer dauert noch 4 Wochen, genießt den Sommer. Und wir genießen jetzt zusammen Yes, Owner of a Lonely Heart. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.